Die Spirituosen des Jahres 2021. Schön, dass Sie mit dabei sind, wenn mein hochgeschätzter Kollege Tim Allgeier, unser Spirituosenredakteur von unserem Szenengastronomie-Magazin FIS, und ich, Christian Wolf, der Verkostungsleiter des Spirituosenwettbewerbs, Ihnen jetzt die Spirituosen des Jahres und die besten Destillateure 2021 vorstellen. Tim, wir haben dieses Jahr tatsächlich über 1500 Spirituosen aus aller Welt verkostet, beim Cognac angefangen, über den Eierlikör, den spektakulären Apfelbrand bis hin zu Rum, Whisky, Tequila. Ich fand's grandios. Ich glaube, uns beiden und auch unseren Verkostern hat es wahnsinnig viel Freude gemacht. Wir könnten Ihnen jetzt natürlich nochmal über jeden Monat unglaublich viele tolle Geschichten erzählen, ja? Unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen. Aber das haben wir schon getan. Und falls es bis jetzt an Ihnen vorbeigegangen sein sollte, auf dem YouTube-Kanal vom Meininger Verlag oder auf der Facebook-Seite bzw. der Instagram-Seite vom Spirituosenwettbewerb finden Sie zu jedem Verkostungsmonat des ISW ein kleines Video, wo wir Ihnen etwas über die Entwicklung in den Kategorien erzählt haben, über unseren Eindruck von der Verkostung und Ihnen natürlich die besten Spirituosen des Monats dann vorgestellt haben. Nutzen Sie die Chance, klicken Sie da mal rein, wenn Sie sich für Rum interessieren. Das haben wir Ihnen im Juli vorgestellt. Einfach da mal gucken. Den Link setzen wir Ihnen gerne auch nochmal in die Shownotes rein. Ja, Tim und ich sitzen heute jetzt hier, um Ihnen die allerbesten Spirituosen vorzustellen. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Tim, was ist die Spirituose des Jahres 2021 national? Ja, wir hatten ein Jahr harte Arbeit, aber so macht Arbeit natürlich Spaß, wenn man dabei so fantastische Produkte verkosten darf. Und die Essenz dessen fließt natürlich in die absoluten Premium-Auszeichnungen, die Spirituosen des Jahres. Dinge, die uns begeistert, nachhaltig begeistert und überrascht haben. Die Spirituose des Jahres national sticht da ganz besonders heraus. Ein tolles Produkt. Ein Marillenbrand im Maulbeerfass gereift. Da hat sich wirklich jemand was getraut. Und wer könnte das besser als die Landenhammer Distillerie aus Bayern am Schliersee? Ein tolles Produkt. Unsere Spirituose des Jahres national. Der Marillenbrand im Maulbeerfass. International haben wir natürlich auch eine tolle Spirituose des Jahres ausgezeichnet, aus den USA. Der Heaven's Door Bourbon, ein amerikanischer Whisky aus Kentucky, der von dem großartigen Bob Dylan mit entwickelt wird, mit entworfen und verkostet, bevor er abgefüllt wird. So macht Whisky, amerikanischer Whisky, einfach Freude. Und das lege ich jedem ans Herz, sich da ein bisschen mehr mit zu befassen. Definitiv, ja. Markenspirituose des Jahres. Was unterscheidet eine Markenspirituose von einer Spirituose des Jahres? Wollen wir den Begriff mal kurz erklären? Ja, das ist natürlich immer ein bisschen die Definitionssache. Wir verstehen unter einer Markenspirituose eine Spirituose, die absolut etabliert ist am Markt, seit vielen Jahren in gleicher Verfügbarkeit, eben in hoher Verfügbarkeit präsent ist. Es spielt auch eine Rolle, dass der Begriff der Marke mit der Spirituose eng verbunden ist und sozusagen Synonym für die Spirituose geworden ist. Und da haben wir auch zwei Produkte ausgezeichnet, die es mehr als verdient haben. Und Grundvoraussetzung natürlich: Die Qualität muss uns auch in diesem Jahr überzeugt haben. Selbstverständlich. Und das hat sie in beiden Fällen. Absolut, das hat sie auf jeden Fall getan. Und deswegen haben wir bei der Markenspirituose des Jahres national auch einen absoluten Wiederholungstäter, der seinen Titel für den Gin des Jahres geholt hat und auch verteidigt hat in diesem Jahr. Das ist der Boar Gin aus dem Schwarzwald. Aus der Bordestillerie, ein ganz toller Gin, der mit seinen Eigenarten zeigt, was man in der Kategorie heute noch machen kann, obwohl es so viele Gins gibt. Einfach ein ganz exzellenter Vertreter. Ja.
Und wie ich schon gesagt habe, eine Marke, die synonym ist mit dem Produkt, mehr als bei unserer Markenspirituose des Jahres international, kann es eigentlich nicht sein. Es ist der Cointreau, ja. Ein Bitterorangenlikör aus Frankreich, der, ich würde sagen, überall in der Welt verfügbar ist, in jede gute Bar und Homebar gehört und da sich einfach auszeichnet durch exzellente Qualität und beste Verfügbarkeit für jeden zu haben und einfach ein Spitzenprodukt. Ja, definitiv. Ja, und zum Ende verleihen wir 3 Titel für das Spirituosen-Portfolio. Wir starten mit dem Spirituosen-Importeur des Jahres. Ein Titel, der in den vergangenen Jahren immer wieder heiß begehrt war. Wir wissen, dass es einige Importeure gibt, die mit einem unglaublich starken Portfolio daherkommen. In den vergangenen Jahren und auch in diesem Jahr konnte Schlumberger wieder überzeugen. Eggers und Franke hat über die vergangenen Jahre ein unglaublich starkes Spirituosen-Portfolio aufgebaut. Beide kommen ja tendenziell auch eher aus dem Weinbereich. Ja. Da ist natürlich eine unglaubliche Nähe gegeben. Der Bremer Spirituosenkontor ist eine Institution in Deutschland, die über viele, viele, viele Jahre schon ein unglaublich tolles Portfolio hat. Und der Job eines Importeurs, da natürlich auch Markenbildung zu betreiben und die Produkte auch bekannt zu machen, von den Qualitäten, die da definitiv vorhanden sind, da auch die Leute von zu überzeugen, da gehört schon viel dazu. In diesem Jahr hat es ganz nach oben geschafft, einer, den wir bis dato tatsächlich noch nicht in dieser Form im Wettbewerb dabei hatten. Wir gratulieren ganz herzlich Kirsch Import zu der Auszeichnung als Spirituosenimporteur des Jahres 2021. Ein großartiges Portfolio. Tim, du hast mir erzählt, das sind absolute Freaks, ja. Die leben Spirituose. Ich behaupte mal, mindestens genauso stark, wie wir zwei das auch tun. Und das Portfolio hat in diesem Jahr unglaublich überzeugt. Wir konnten aus dem Sortiment 7 Produkte mit Silber, 27 Stück mit Gold und 3 Produkte mit rotes Gold auszeichnen. Faszinierend, eine unglaubliche Qualität. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung. Ja, und Destillateur des Jahres. Wir wissen aus der Vergangenheit, viele sind da unglaublich gespannt. Konnte ich mit meinem Portfolio jetzt am meisten überzeugen? Ja, in diesem Jahr haben wir die Leute natürlich unglaublich lange auf die Folter gespannt. Dadurch, dass wir pandemiebedingt in diesem Jahr auch den Weg gegangen sind und monatlich verkostet haben. Da natürlich aber auch die Chance dann ergriffen haben, jeden Monat ein kleines Video zu machen und Ihnen dann noch viel ausführlicher über die Produkte und über die Kategorie an sich zu berichten. National haben wir in diesem Jahr eine Titelverteidigung. Die Auszeichnung Destillateur des Jahres 2021 national geht wie bereits im vergangenen Jahr an die Landenhammer Distillerie. Auch in diesem Jahr konnten ihre Produkte unglaublich überzeugen, sei es der Enzian, der Eierlikör, der Kaffeelikör oder, du hast es eben schon erwähnt, ja, den Marillenbrand im Maulbeerfass gereift. Unglaublich stark. In Summe gehen an Landenhammer in diesem Jahr 2 großes Gold, 17 Gold und 5 Silbermedaillen. Ein perfektes Ergebnis, ja, und zu Recht unser Destillateur des Jahres. Beim internationalen Titel haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder den Kampf zwischen Frankreich, Italien, Spanien, Schweiz, manchmal auch Österreich gesehen. In diesem Jahr geht der Titel wiederum nach Italien. Die Destilleria Sibona konnte uns auch in diesem Jahr überzeugen, insbesondere mit ihren Grappas, die sie in unglaublich vielen verschiedenen Varianten, auch mit einer Serie Sherry Cask Finished, Port Cask Finished, also wirklich da auch viel, ich nenne es mal Experimentierfreudigkeit, ja, aber auch im Bereich der Liköre konnten sie auch in diesem Jahr wieder überzeugen. In Summe gehen 11 Gold- und 3 Silbermedaillen an Sibona und damit wird die Destilleria als Destillateur des Jahres 2021 international ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn Sie nochmal
sich den gesamten ISW 2021 anschauen wollen, die einzelnen Produkte nochmal sehen möchten, auch sehen möchten, welche Produkte wir ausgezeichnet haben, wie wir die Entwicklung der verschiedenen Kategorien in diesem Jahr gesehen haben. Sie finden alle Informationen auf unserer Internetseite meininger.de. Und wir haben parallel dazu ganz ausführlich entweder auf unserem YouTube-Kanal von Meininger, vom Meininger Verlag oder über unsere Facebook-Seite oder die Instagram-Seite vom Spirituosenwettbewerb zusätzlich zum Video noch viele Informationen Ihnen bereitgestellt. Schauen Sie da auf jeden Fall mal rein. Da ist auf jeden Fall noch mal eine gute Portion Information vorhanden, die mit Sicherheit sehr spannend sind. Ja, Tim, 11 Monate Spirituosenverkostung, das hatten wir in der Form auch noch nie gehabt. Es war zwischendurch anstrengend. Definitiv hat es uns Spaß gemacht. Und ich kann nur sagen, wir beide freuen uns, dass wir auch im nächsten Jahr, in 2022, Ihnen wieder in einem monatlichen Turnus die besten Spirituosen vorstellen wollen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Jahr wieder mit dabei sind. Ciao!